Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, zum Let's Play Together oder besser gesagt Against mit mir General Pilofast und dir Günther Shadow. Hallo. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, Salvete Spectatores. Genau, und dann würde ich sagen, meine Runde war ja schon fertig und deshalb beende ich sie mal, damit auch du zum Zuge kommen kannst, im wahrsten Sinne des Wortes. Tu das, tu das. Ich bin gespannt. Also bei mir wird's jetzt heiß hergehen. Ja, ich sehe jetzt gerade irgendein komischer Charakter von mir hat jetzt noch irgendwas nicht gemacht. Da Ah, muss ich jetzt noch mal kurz reinschauen. dann mach das noch Die schnell. Wenn du Erben den. Phöniziens hier. Naja, weiß schon wo. Gut. So, Admiral. Ja, brauche ich jetzt weniger. Ansonsten Stratege, List oder Hingabe? Mein Gott, was bringt denn mehr? List oder Hingabe? Wenn man das nur mal wüsste. Geben wir ihm mal Stratege. So. Gut, und dann dürfte das erledigt sein. Was ist jetzt? Ihr könnt noch einen Erlass in einer von euch vollständig kontrollierten Provinz erlassen. Ja, okay, hier. Oh. Sekunde, tut mir leid. Ja. Baukosten. Wenn du nicht sicher Nahrung, bist, öffentliche mach, wenn Ordnung. du, genau, wenn du nicht sicher bist, mach immer Brot und Spiele. Das ist eigentlich so einer der besten. Ja, mache ich jetzt auch, weil hier zwei meiner Siedlungen belagert werden und die öffentliche Ordnung sollte aufrechterhalten werden. Oder? Das ist doch eigentlich nicht so Ja, schlecht. das ist nicht verkehrt. Wunderbar. Ja gut, dann hoffentlich kann ich jetzt mal an dich übergeben hier. Jawohl, es scheint zu funktionieren. Oha, Jetzt werde ich allerdings angegriffen. Tut mir leid. oha. Okay, Das ist aber so eine schwache Armee. Wenn du Bock hast, kannst du die spielen. dann zeig's mir mal gerade. Ich sehe es noch nicht. Ah, du musst Okay. wahrscheinlich erst nehmen, ob du es automatisch machst oder ob du es Ja. so austrägst, ne? Ich Dann trag's geh so doch aus. ansonsten. Nee, warte, Ach warte, so? warte. Ja. Wenn die jetzt ultra schwach ist, Also du hast schon was zu reißen. Du kannst mir schon ein bisschen was abnehmen, wenn du gut bist. Ach komm, zeig mal. Komm, wir spielen. Komm, wir machen mal eine Schlacht gegeneinander. Komm, Genau. ich. Äh, Eben, das ich will muss, doch das muss ja gewinnen. sein. Oh ja, da habe ich aber hier alle Trümpfe in der Hand, ne? Ja, genau. Sogar ultra starke Verstärkung. Ja, die sind gar nicht so schlecht, ne? Die sind gut, ja. Dann sage ich mal hier als KI spielen, hä? Ja, natürlich. Jetzt müssen wir uns auch mal betteln. Ich meine, wenn die Leute schon in der dritten Folge heulen, dass wir nicht gegeneinander spielen, wir sind jetzt hier, glaube ich, in der achten, dann wird es langsam fällig. Ja. Aber der Wahnsinn ist natürlich die Garnisonsflotte mit den 58 Speerträgern, die noch kommen. Eieieiei. Aber gut, wir tasten uns mal so ein bisschen aneinander ran, ne? Also. Genau, erstmal so ein bisschen abtasten, schauen, was kann der andere so. Wobei bei dir bin ich mir ja sicher, was du nicht kannst. Aber bei mir, da wirst du noch so einiges zu entdecken haben, was ich kann. Und ah ja, da fällt mir ein, irgendeiner hatte geschrieben, ich soll nicht so viel dumm schwätzen und ich wäre so arrogant. Dann habe ich gemeint, das wäre Ironie. Und dann hast du irgendwas geschrieben, das würdest du nicht lustig finden. Wie hast du das gemeint? Meine Ironie findest du nicht lustig oder was der geschrieben hat? Nein, ich meine, ich fand's nicht lustig, dass er das als ironischen Kommentar irgendwie drunter geschrieben hat, weil es ist ja bei mir so, ich lese ja schon meine Kommentare, weißt du, wenn ich sowas lese, dann denke ich mir, was schreibt der für einen Scheiß und lösche normalerweise die Kommentare halt direkt, ne? Beziehungsweise sagt dann halt sowas wie, bitte hier anständig bleiben und so weiter und so fort. Und ich denke halt, ich bin jetzt nicht unbedingt der Einzige, der da Probleme hat, Ironie und ernste Meinung oder ernst gemeint Wie auseinanderzuhalten. lauten eure Befehle? Und insofern finde ich das einfach halt nicht so cool. Weißt du, also es ist halt, wenn es halt auch nicht ernst gemeint ist, ja, dann muss man es halt auch nicht unbedingt Du meinst jetzt so von sagen, dem oder finde ich, von ne? mir? Nee, von ihm, also nicht von dir. Von Bei ihm? Ja, aber er hat dir es, ist ja glaube ich, egal. nicht ironisch gemeint. Er hat gemeint, Ah, okay. er hatte gemeint, ich soll nicht so viel dumm schwätzen in der Richtung oder beziehungsweise es würde ihm halt auf die Nerven gehen, weil ich so arrogant wäre. Und dann meintest du, nee, dann meinte ich erstmal, ist ja egal, von mir aus können wir schon mal starten. Warte, 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 ich brauche gerade eine Sekunde. Sekunde, Sekunde. Nimm dir die Zeit. Ja. Ich kann ja weiter erzählen. Und dann Genau. meinte ich, wie gesagt, ob er noch nie was von Ironie gehört hätte. Und dann hast du zu mir geantwortet, ich finde das überhaupt nicht lustig. Achso, ich meinte das eigentlich auf seinen Kommentar bezogen. Also jetzt nicht auf das, was du gesagt hast. Ein Glück für dich. Genau, ja. Oh shit. Sonst hätte ich dich hier vollständig vernichtet. Ja, oh, ich kann ich hier irgendwo noch an Land gehen? Ah ja, aha.
So, ich sehe schon, du hast dich mal richtig aufgestellt. Wird jetzt also die erste fordernde Schlacht hier. Mal sehen, was dein iberischen Stammeskrieg so alles können. Ja. Eure Befehle, mein Herr, brennt sie nieder! Brennt! Wir erwarten eure Befehle, mein Herr! So, eine kleine Feuersalve. Raffte dahin ganze stolze zwei Krieger. Na gut. Besser als gar nichts und du hast deine Speere verschwendet. Gefällt mir. I like. So, jetzt habe ich das Gefühl, Probleme zu bekommen. Hochmut kommt vor dem Fall, wie man so schön sagt. Ja, ja. Heieiei. Ja, und dann müssen wir ja wohl vorrücken. So langsam mal. Hier. Wie lauten eure Befehle? Mir schnell vorrücken! Schnell! Eure Befehle, mein Herr! Okay, gut. Also, die Schlacht ist in vollem Gang. Du kannst ja mal deine Schlachtkommentatoren-Skills auspacken hier. Du musst mich ja konzentrieren. Ja, ja, ich mich allerdings auch, ja. Ach, du auch? Welch Wunder. Tja, ich dachte immer nur, ich bin der Einzige, der Konzentration braucht. Ich hätte schon von dir erwartet jetzt, Günther. Ich meine, ich habe dich jetzt so lange abonniert, da wäre doch mal die Mindestleistung von dir, dass du hier das locker kommentieren kannst. Aber nein, YouTuber werden immer arroganter, je mehr Abos sie haben. Ganz ja, klar. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Ja, ich versuche natürlich hier einfach nur Verluste zu machen bei dir, ne? Oder Verluste zu provozieren, denn mithalten kann ich mit meinen Truppen ja in keinster Weise. Ne? Also das ist ja selbstverständlich eigentlich. Ja klar, es sind ja schließlich auch meine Truppen, ne? Also standhalten hier gegen mich. Also ich glaube, hier sehen wir schon ganz klar, wie die Schlacht hier insgesamt ausgehen wird, der ganze Kriegsverlauf an sich. Lol, ja. Also ich glaube da schon, dass das jetzt repräsentativ ist, ohne dir jetzt da jetzt nahe treten zu wollen. Ironie, Zeichen, hoch 10, nochmals, verstärkt. Naja, gut. Ja, man merkt halt auch wieder den Nachteil, weißt du, wenn so gar keine Kavallerie am Start ist, dann hat man es einfach schwierig. Wenn der andere halt Plänkeltruppen hat und ähnliches, ne, da ist das natürlich schon nicht ganz so einfach. Ja, ja, das glaube ich. Jetzt muss ich hier mal schauen. Du willst mir ja wirklich hier den Punkt streitig machen. Ah ja, klar. Das wird mir jetzt langsam hier zu aufdringlich. Schick ich mal meine Kavallerie. Unglaublich, was der sich da erlaubt. Naja. Erstmal motivieren hier mit dem General. Ja. So, und jetzt habe ich die Ultramörder-Taktik. Mein General geht auf deine Fernkämpfer, während meine Nahkämpfer deinen in den Rücken fallen. Muhahaha. Und die anderen Einheiten von dir sind verbrannt, wie man sehen kann. Also ein glorreicher Sieg für Karthago. Auf jeden Fall. Auf jeden kann man Fall. Hier an der Stelle vermerken. Jetzt hoffe ich nur, dass mein General nicht bei drauf geht, bei der bescheuerten Aktion da. Komm, mach mal dreifache Geschwindigkeit hier. Ja, genau, Günther. Du hast es eilig, tut mir leid. Musst noch zu deinen 300 Milliarden Let's Play-Terminen. Genau, deine ja. ganzen neuen Let's Plays aufnehmen. Du machst jetzt wahrscheinlich zu jeder Nation einen Let's Play auf einmal, gell? Man muss das war jetzt übrigens Ironie. Also für alle, die das Konzept noch nicht so ganz verstanden haben. Ja. Ja, ich weiß, es ist schwierig mit mir. Ich hab 32 Leute. Ich habe noch drauf spekuliert, dass ich wenigstens noch irgendwie deinen Gen killen kann, aber der Knüller war. Oh, Moment mal gerade. Ah, hab mich hier in mein Kopfhörerkabel verknotet. So. Der Clou war natürlich die Fernkampfkavallerie. Ne? Da kannst du einfach nichts gegen machen, wenn du selbst keine Steinschleuderer oder sowas hast. Aber okay. Ja, also das würde ich mal sagen, war ein klarer Sieg hier für mich. GG auf jeden Fall. Ich habe die feindlichen Streitkräfte erwischt und kann jetzt hier die Provinz Arse besetzen, einfach so. Ist natürlich nice. Toll. Dadurch war die feindliche Armee nämlich viel schwacher. Oder schwächer. Ansonsten hätte ich nämlich noch gegen die Garnison kämpfen müssen. So, in Lepkis gibt es eine Rebellion. Das und ist ich habe den Zorn der Götter auf mich gezogen. Unser Versagen, die Menschen in Schranken zu halten, hat die Götter erzürnt. Unser Land wurde von einer Dürre heimgesucht und das Volk musste leiden. Und natürlich mein Gott. Genau in der Provinz, wo die öffentliche Ordnung ohnehin schon so scheiße ist. Ja, aber Moment, du hast doch die Stiere geopfert. Ja, aber irgendwie hat das wohl nicht gereicht.
komisch. Ich dachte, Opfer sind wirkungsvoll. Dachte ich jetzt irgendwie auch. Okay, dann machen wir da jetzt Folgendes. Du machst einen Gewaltmarsch. Und stellst dich mal hier hin. Du stellst dich... oh, ich kann meine Einheiten upgraden. Nice. Das müsste eigentlich gehen, ne? Machen wir erstmal die Kiste hier. Ich würde jetzt auch mal gerne wieder eine Schlacht spielen. Uiuiui. Ja, das Problem ist halt, das ist halt eine komplette Plänkel-Armee. Deswegen würde ich diese Schlacht eigentlich am liebsten gegen die KI austragen, aber ja, ja, das wenn du möchtest, wenn nee, du unbedingt die Armee möchtest, ist zu stark. Ich will ja nicht, dass du deine Armee verlierst. Okay. Ach, wobei, das sind die Ägypter. Das ist ja, ja der Feind. Die Ägypter bin ich, ja, ja. Ja, also nee. Der Feind, ich bin ja gelb auf der Leiste. Rot ist die Ach so, feindliche. Das doch dann wieder. Ja, ja, genau. Aber du hast doch so viele Pikeniere. Was ist denn am Feind so stark? Der hat doch eigentlich nur Plänkelkraft. Ja, genau. Das ist die starke Einheit eigentlich. Oh ja, vor allem, wenn ich sie benutzen würde, dann könnte ich dich zu Tode kiten. Das stimmt. Okay, dann sehen wir mal zu. Sind wir mal so lieb. Du würdest aber das war das letzte Mal, dass ich hier Gnade walten lasse. Aha. So. Ja, so ein paar Schlachten müssen ja noch drin sein. Ich weiß nicht, die wievielte Schlacht ist es jetzt, die ich überhaupt mache? Ist es die dritte oder die vierte? Wahrscheinlich erst die dritte. Ja, ne? Also ich habe bisher hast du doch sehr, sehr viel mehr kämpfen müssen. Aber auch erfolgreich, ne? Also, ja, auch kämpfen wollen. Ich meine, ich habe ja wirklich Eroberungskurs eingeschlagen. Nur die Sache ist halt die, ich habe jetzt das Problem, dass ich keine Armeen habe, um diese Städte zu halten. Das heißt, ich habe jetzt erstmal mit Rebellionen zu kämpfen, während du eben schön kontrolliert und perfekt deine Städte ausbaust. Die Grafik ist doch mal wieder zum Ausrasten gut. Ja. So, ich hole mir erstmal hier meine Verstärkungseinheiten. Kommt ich habe gerade aus Versehen, wenn ich das kurz erzählen darf. Ja, ich habe gerade aus Versehen mit Zirkumflex ein Fenster geöffnet. Ich glaube, das ist zum Modden. Auf jeden Fall gab es auf der Gamescom ja diese Show der Entwickler zu Rome 2. Du warst ja auch da. Ja. Und da hat Diplex, nee, nicht Diplex hat gespielt, der nach Diplex gespielt hatte. Also man konnte ja dort vorspielen, hat aus Versehen Zirkumflex gedrückt und die Entwickler haben daraus einen riesen Gag gemacht, dass sie total ausgeflippt sind, weil er jetzt das Spiel neu programmiert wurde auf der Bühne. Ah, nice. Weil da natürlich lauter Sachen aufpoppten dann, weil er weitergedrückt hat. Ja. Du hast pausiert. Ja, ich muss mir gerade meine Einheiten sortieren, weil ich gerade schon mein Internet. Nee, ich habe gerade meine Verstärkungstruppen bekommen und da will ich doch nochmal gerade hier die Einheiten ein bisschen neu sortieren. Du bist also auch so untalentiert bei Micron, musst auch noch auf Pause drücken hier. So, also könnte man, so könnte man das auch ausdrücken, ja. Wenn man gemein zu mir sein will, dann könnte man das so ausdrücken. Och, ich will doch nicht gemein zu dir sein. Es ging in dem Falle ja auch wirklich nur um das Gruppieren der entsprechenden Einheiten, also von daher. Na dann. So, und hellenische jetzt königliche Garde, meine Herren. Du wieder alles mitnimmst hier. Wie sieht denn das mit Beimal der Erschöpfung oder was? Aus? Das geht noch so halbwegs. Zweimal, das sind meine Generäle. Ich habe die Generäle hier bisher als königliche Garde-Einheiten genommen, weil ich die eigentlich sehr cool finde. Du erinnerst dich vielleicht noch an unser GameStar-Duell. Das waren die Einheiten, die dich da fertig gemacht haben. Ja, ich erinnere mich mit Schmerzen. Aber ich darf ja auch mal gegen dich gewinnen, ne? Jetzt sind wir ja genau, quasi schon wieder quitt. Genau, das war halt einfach so als Ausgleich für dieses Let's Play. Vielleicht ist ja der ein oder andere Zuschauer dabei, der über GameStar hier, also über ja dieses Video vielleicht sogar, hier auf dieses Let's Play gestoßen ist und hier bis zur Folge 8 zuschaut. Wäre richtig cool, wenn du das in die Kommentare schreiben würdest. Wäre mal interessant zu sehen, ob sich da jemand meldet. Ja, wäre auf jeden Fall cool. So, jetzt gehen wir mal mit der Geschwindigkeit ein bisschen runter. Bin ich schon in Range? Nee, noch nicht. Ach Mann, ey. Das ist aber auch immer so eine... Das ist aber auch immer so eine Sache hier. Also ich glaube schon, dass der Feind das Gelbe war. Also ich glaube nicht, dass du da so schlecht verzeichnet wirst. Du hast eigentlich die stärkere Armee. Dann waren wir da wahrscheinlich...
genau verkehrt herum eingezeichnet, denn bei mir war es halt so, ich habe halt nur gesehen, dass die gelben Einheiten so sau schlecht gewertet waren. Oh la la. George! Das kann man so sagen. Oh, Attenzione, Kavallerie hier. Hier wirst du geflankt. Ja. Ach, macht das Spaß zu pinseln. Jetzt würde ich dir Folgendes empfehlen, hier so und dann so. Und dann musst du da drüber. Ich erkenne nicht mehr wirklich viel, aber ich werde mal versuchen, das so zu machen, wie du es mir hier gerade vorgeschlagen hast, ja? Also wenn du das machst, wirst du heute nicht mehr fertig. Aber du siehst ja schon hier die Sklaven. Ich meine, es sind Sklaven und Günther lässt mich nicht Sklaven spielen, erbärmlich. Fliehen ja auch so schon. Ja. Und deine Fernkämpfer hauen ja sowieso alles weg. Die sind ganz gut, ja. Aber es liegt bestimmt nur daran, dass du alles richtig machst. Liegt nicht an den Sklaven. Kreist ja von überall gleichzeitig an hier. Ja, das Problem ist halt natürlich echt, der hat halt ultra viel Plänkler-Kavallerie, ne? Und, ja, ja, der ist ja schnell aufgerieben. Schon mal, alles flieht. Ja, wobei eine Einheit... Hier flieht alles. Eine Einheit ist jetzt bei mir auch gerade geflüchtet. Wo ist denn hier mein Gen? Die sammelt sich wieder hier. Das Banner ist ja noch nicht verschwunden, das heißt, sie kommen eh wieder zurück. Ah ja, okay, gut zu wissen. Und schau, jetzt wankt auch die Plänkler-Kaff. Die zieht sich schon von allein zurück. Okay. Die kriegen schon noch mit der Angst. Deine ganzen Fernkämpfer hauen ja sowieso rein. Ja. Also ich sehe schon hier wieder unbegründete Sorgen auf der Seite von Günther Shadow. Ja, wobei die Hopliten... Also könne er diese Schlacht nicht gewinnen. Die Hoplitenbürgerwehr von dem, oder die Kavalos Bürgerkavallerie, die sind schon recht stark hier, ne? Ja, also sie kämpfen ja auch... Nur gegen ägyptische Pikeniere, also das ja, gut, das stimmt. Ja, allgemein sowieso grundsätzlich totaler Schrott. Also deshalb. Aber meine Einheiten, ja. Ich hätte wahrscheinlich mit drei Einheiten. Du hast gerade gute Lecks, Junge. Gewonnen. Also das. Nur das mal. Eieiei. Du hast gerade. Mein Internet ist gerade schlecht. Genau, ja. Das ist übrigens der Grund, warum ich hier überhaupt irgendeine Einheit verloren habe. Das sind alles deine Lags, ja. Genau, ich bin schuld. Ich weiß nicht, ob du mich hörst. Autsch. Günther, hallo? Ja, ich höre dich noch. Tango Foxtrott, hörst du mich? Delta Bravo Fuchsol Tango ruft Tower Maranyao. Ja, ich höre dich. Ja. Kleine Mücke ist gelandet. Großer Tiger springt in die Wolken. Okay. Gut, ja, ich glaube, jetzt können wir dreifach machen. Ja. Ich, ne? Ja, und ich würde sagen, wir machen das mal hier ganz schnell Gefecht beenden. Jawohl, damit wir speichern können. Genau, ja, sonst wird es nämlich kitzlig. Ja, aber schau dir halt diese scheiß Fernkampfkaff, ey. Der hat 4 Einheiten Fernkampfkaff gehabt. Das ist schon mächtig, ne? Darf man nicht vergessen, also... Ja, wobei, die hat halt keine Kills gemacht, wenn du dir das anschaust. Ja, nicht viel, zum Glück. Aber ich habe ja auch mit allem draufgehalten, was ich irgendwie an Fernkämpfern hatte. Jo, speicher mal. Ja, ich bin dran. Okay. Jo, es sei vielleicht gesagt, es tut mir leid, aber mein Internet ist kaputt. Ich bin jetzt hier mit WLAN hilfsweise drin. Nur, dass das mir hier nicht vorgehalten wird. Das ist eine Leitung. du bist gerade über Teamspeak nicht mehr zu hören, Junge. Aufnehmen können. Ich mach mal kurz einen kleinen Cut. Moment mal, Leute. Jo. Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde. Ich bin zu Ende mit dem, was ich mal gerade offscreen so zu erledigen hatte. Und Pilos und meine Teamspeak-Verbindung scheint jetzt auch wieder zu funktionieren. Ja, beziehungsweise meine WLAN-Verbindung. WLAN ist halt einfach unzuverlässig. Ja, und jetzt müssen wir uns hier noch was raus. Und +2 Autorität, wenn Admiral. +2 Autorität, wenn General. -4 Rekrutierungskosten, was ganz cool ist. Hingabe gefällt mir allerdings wiederum persönlich gut. Also nehmen wir ausnahmsweise die Hingabe hier. Dann schlage ich vor,
dass wir den nochmal hier gerade aufwischen. Lasst niemanden am Leben! Und das machen wir jetzt automatisch. Und dann machen wir eine aggressive Stellung. Hoffentlich kriegen wir ihn jetzt komplett. Das ist doch ganz fein. Sehr, sehr nice. Und dann versklaven wir den Rest hier mal. Und dann haben wir den Sklavenaufstand unterdrückt. Die kleine Cutscene, die lasse ich jetzt noch mal. Dazu bestimmt, Anführer zu sein. Andere müssen für ihre Herren niederknien. Okay, wunderbar. Dann haben wir die Sklaven auch alle wieder eingefangen. Das ist doch nett. Exakt. So, dann. Du bleibst hier. Du gehst mal hier hin. Verbessert das die öffentliche Ordnung? Ja, sogar ziemlich. Das ist ja nice. Ich lebe, um dem Pharao zu dienen. Und. Vielleicht machen wir bei Zeiten nochmal hier weiter. Ich bin mir jetzt gerade nicht so ganz sicher. Würde sich auf jeden Fall lohnen, mal erst zu warten, bis die Truppen hier wieder voll sind. Das können wir auf jeden Fall mal machen. Okay, und dann bauen wir noch ein bisschen aus bei unseren Provinzen. Hier konnten wir noch einen Tempel machen. Ich wollte hier gerne den Wohlstand erhöhen. Was bringt der Schrein nochmal an Bonus? Schrein des Hathor Maat. Ja, das ist doch ganz cool. Da ist er. Oder, halt, Moment mal. Oh, ich kann hier... ich kann es immer noch nicht verbessern. Warum kann ich immer noch keine Kavalleriegebäude errichten? Ah, mir fehlt die Technologie. Ausbildungsreform. Shit. Dann, bauen wir... Ich habe so wenig Geld irgendwie. Es ist total ärgerlich. Ja. Ja, und... Ich habe auch nicht viel Geld, obwohl ich Karthago spiele. Ich habe gerade mal 1600 pro Runde. Ja, oh, krass. Naja, also wie gesagt, das sind hier Luxusprobleme bei dir. Ja, das, das kann man schon so sagen. Du gehst mal hier runter. Und dann drücken wir mal die Leertaste, dann geht es ein bisschen flotter mit dem Burschen. Ich glaube, ich habe ansonsten meine Runde dann auch soweit wieder beendet. Wie sieht's denn mit den Makedonen aus? Wollen sie nochmal handeln? Mein Freund. Sprecht, und wenn es meinem Volk zugute kommt, werden wir möglicherweise ein Abkommen treffen. Ja, wie wär's denn damit? Das ist doch ganz gut. Da haben wir doch schon mal direkt einen Deal rausgeholt. Ihr habt meine Aufmerksamkeit. Sprecht und sprecht wohl. Ja. Ich muss doch gerade die Diplomatie machen. Die ist immer etwas komplizierter. Okay. Weil das dann einfach so viel ist. Weil ja, das einfach das. So viel ist. Tu das. Ich fordere an der Stelle mal meine Zuschauer auf, mir gefälligst zu verraten, was für ein Fluss das hier ist. Genau. Okay. Alles klar. Dann würde ich sagen, können wir meine Runde jetzt beenden. Wären dann mit dem Part auch soweit erstmal ready. Genau, speicher schon mal. Genau, und Sekunde. So, bitte noch einen Spielstand. Jawohl, überschreiben. Und dann können wir die Runde beenden. Das schneiden wir dann wieder raus. Wenn natürlich was Brisantes jetzt passiert, dann sind wir gleich wieder dabei und springen wieder rein. Und dann könnt ihr natürlich sehen, was sich getan hat, ne? Oder? Exactement. Gut, alles klar. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Pax Vobiscum, Valete. Jo, auf Wiedersehen.